Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Craven Manor. Ein Horror-Game auf Steam, kostenlos. Es war ursprünglich gar nicht kostenlos, es ist irgendwann mal kostenlos geworden. Neues Game, Regular oder Nightmare. Was haben wir? Regular, Basic Game Mode, you explore the manor with a standard flashlight. Nightmare, you explore the manor with a mechanically powered flashlight and the horrors within more deadly. Ja, wir spielen Regular. Press R or right click to throw an object that you are holding. Ist das Craven Manor? Wer bin ich? Wie komme ich dahin? Press W, A, S and D to walk and move the mouse to look. Oh, das ist ein bisschen zu schnell. Du darfst das ruhig auch annehmen, diesen Change. Er nimmt es nicht an. Na gut, dann muss ich halt vielleicht das Spiel neu starten, kann auch sein. Und man merkt ziemlich deutlich Screen Tearing, obwohl ich die FPS begrenzt habe. Notes of William Craven. Initially I lamented that the rituals of Doom were failing, however months later I turned back to... Jetzt habe ich es geworfen, anstatt es mir anzuschauen. Okay, also man links nimmt man das Buch auf, kann man es sich dann auch anschauen? Anscheinend nicht. Kann es nur werfen oder hinlegen. Kann ich die Vase kaputt machen? Jetzt ist sie weg. Auch den Globus. Was ist das hier? Ein Modell. Das ist ein Schlüssel. Ich nehme mal an, ich muss hier was reintun. A heavy bronze ornament engraved with the letters KM. Craven Manor. Kann ich nicht aufnehmen, dieses Rohr oder was auch immer es ist. Lever base. This piece of machinery looks like the fulcrum for a missing lever. Ja. Kann ich auch nicht. Das sieht aus wie ein Aufzug für Essen. Threatening sounding memo from William Craven addressed to a contractor. Subject structures must be built exactly to specifications. Aha. Er hat wohl das Haus, das er gebaut hat, nicht so bekommen, wie er es haben wollte. Ancient books. Books on the esoteric topics of Nethermancy, Elementals and Alchemy. Nicht so mein Typ von Buch. This bronze aperture looks like it could house a round object. Ways of Adesimut, Castel D of Craven Manor and other strange... Ach, ich will nicht lesen. Rätsel lösen. For whosoever do not in the truth, boasting of phantasms, brag they that they can do. Nah.
Ich weiß nicht mehr, was es bedeutet. Liz. Jetzt auf einmal Französisch. Rejecting the music of the spheres as the movement of astronomical bodies are incapable of generating sound. Was sind denn dann das alles hier für komische Themen? Warum bin ich überhaupt hier? Wer ist William Craven? Was habe ich mit ihm zu schaffen? Newspaper Clipping. A newspaper clipping describing a message. Nein, a missing teenager named Marjorie Hedgepeth. Marge ist also weg. Dann hat Homer nichts zu lachen. Paradise Lost by John Milton. The epic poem concerns the biblical fable of the fall of man. Noch so ein Aufzug. Aber nichts drin. Und auch nichts, was ich reintun könnte. Okay, hier hinten geht's nicht weiter. Kann ich eigentlich die Leiter hoch? Und da hinten geht's weiter. Press E or left mouse button to lift, drop or manipulate. Ja. Establishing a clear boundary between true sorcery and the mere illusions of mentally ill women. Oh, was haben wir denn hier? Das Modell des Weinkellers. Oh. Nur weil ich das aufnehme. Fängt jetzt alles an zu beben. Press J to open the journal and view your current objective. I found a scale model of a wine cellar. It matches the model I saw in the entryway. Ja, dann gehen wir mal wieder in die Lobby. Aha. Auf einmal passieren hier Dinge. Uiuiui. Was ist jetzt passiert? Press F to toggle flashlight. Bist du noch einmal ganz... Ja, anscheinend schon. Bring scale models to the table. Okay. Bring other scale model rooms. Was? Scale room models you find to the table to further explore the manor. Aha. Click and drag to move room. Rotate room while dragging. Kann ich den Schlüssel nicht nehmen? Schön. Ich kann ihn nehmen, aber ich kann ihn nirgendwo verwenden. Locked Panel. Hier vielleicht? Anscheinend tatsächlich, ja. Gearbox. The gear system appears to be missing an important piece. Ja, es fehlt ein Zahnrad. Geht die Tür hier jetzt vielleicht auf? Nein. Gehen wir mal nach oben. Was? Eine Schlange.
It appears that someone scratched at this wall with their fingernails until they bled. Ich werde das nicht tun. Es tut weh, sowas. Alle Türen sind wie immer zu. Eine, was? Fotografie? This photograph shows an elaborate scale model of a grand manor with many rooms and tiny furniture. The aged hands of an older man appear in the image, making adjustments to the model. Das ist dann wahrscheinlich der Besitzer gewesen, ha? Huh? Schön, aber ich kann es nicht mitnehmen, auch sonst nichts damit tun. Auch ein da oben hier K&M, ja. Das ist auch das Logo des Spiels, das Symbol. Hat sich sonst irgendwas verändert hier? Nein. Na dann gehe ich erstmal wieder zurück. Liegt da sonst noch was? Statue Piece. A chip piece of bronze. Warum ist das ein Symbol? Warum ist das ein Gegenstand, den man irgendwie, mit dem man interagieren kann? Ha, der hält alles aus. Oh, jetzt ist die Tür zu. Da hinten ist ein Telefon. Ich möchte mal nach Hause telefonieren. Okay, ich versuche hier das Modell hier wieder zu drehen. Ah, ich glaube, ich weiß. Ja, warum? Warum bleibt es immer mit demselben? Also egal, wie ich es drehe und dann wieder loslasse, am Ende ist es immer in derselben Position. Also es heißt mit Sicherheit, dass ich damit die Türen öffnen kann. Das vielleicht die Stockwerke. Und warum ist es nur eine Seite hier? Ändert sich gar nichts im zweiten Stock. Vielleicht muss ich jetzt einfach erstmal nur dieses komische dieses Zahnrad finden, damit ich da drüben rein kann, wo ich den Schlüssel reingesteckt habe.
Oh, was ist das? Das sieht aus wie eine Tasse. Er hält alles aus. Alles nur staubige Bücher. Selbst da oben sind staubige Bücher und Weinfässer, die auch noch staubige Bücher sind. Mann, wo ist dieser... Wo geht's hier weiter? Ich verliere langsam die Geduld. Aber nur ganz langsam. Diese Laterne hier so schief. Und warum ist sie nicht an? Na gut, da drüben sind auch nicht alle an. Der hat doch an. Wow, bin ich jetzt wirklich so inkompetent, dass ich jetzt schon eine Lösung brauche? Scheint ganz so. Denn ich habe nämlich langsam auch keinen Bock mehr weiter zu suchen. Was man hier von mir will. Wahrscheinlich hat das Ganze einfach nur mit dem hier zu tun. Denn eine andere Möglichkeit, mit irgendwas zu interagieren, sehe ich nicht. Ja, dann. Oh wow, das wird mal wieder ein toller Ritt. Ich sehe schon. Ja. Wie erwartet, war es einfach nur nicht wissen, wie man mit diesem Scheiß hier umgeht. Man muss dieses blöde Modell drehen und dann darüber ziehen und dann kann man damit dann Türen öffnen. So. Erstmal runter in den Weinkeller. Notice to all Craven Metalworks employees. Thieves and layabouts shall be disciplined by Lord Craven and shall receive no... Ja. Arbeiten, sonst kriegt ihr kein Geld. Und wer klaut, hat verloren. Torn painting. Upon close inspection, something seems to have torn into this painting with dozens of thin, fine scratches. Jemand hat dran rumgekratzt. Ja, schön. Aha, eine Flasche Wein. Kann ich die als Waffe benutzen? Within these construction dispensary. Na. Ja. Jemand hat ganz klar und pingelig aufgeschrieben, wie alles gebaut wurde und wo überall die Passageways sind. Ja. Geheime Gänge. This photo is labeled 1857. Craven Metalworks and depicts a grim, well-dressed man in his 40s at the grand opening of a factory. Der Besitzer anscheinend, der Mr. Craven. Okay. Wein. Ein Löffel. Weingläser. Blueprints. The blueprint design is attributed to William Craven. The architecture reflects both scrupulous detail and extremely strange structural components. Also er hat halt... Ja, geheime Gänge und Räume und sehr komische Sachen in sein Haus eingebaut, ja. Sonst hätten wir ja keinen Grund, dieses Spiel zu spielen.
Ah. Wir haben Blut. Ah ja. Und wer ist das? Get out. Mhm. Nö, nicht ganz. Ich will ja schon noch ein paar Rätsel lösen. Hier komme ich nicht weiter. Press and hold left shift while moving to sprint down the hall. You collapse to the floor and slip into darkness. Last checkpoint. Ja, es ist alles wieder mal typisch für Horror-Games. Sehr laut, damit der Schreck entsprechend sitzt. Ach nö, ich will nicht nochmal alles. Na gut, von mir aus, dann rennen wir halt durch. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe einfach nur A, D, A, D gedrückt. Also ich habe keine Ahnung, wer mich da angegriffen hat. Okay. Schalter. Bedroom Model. Damit muss ich jetzt zurück, ja? Jay? I stumbled upon another scale room model. This one appears to be a bedroom. Oh ja. Ich hab Angst. Ah, jetzt bin ich hier bei dem Schreibtisch, bei den Blueprints, okay. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich mit allen diesen Models machen, aus jedem der Abschnitte. Jetzt muss ich oben hin. Okay. Wer ist überhaupt dieses Viech da? Diese, was auch immer das war. Diese Figur. Crime Scene Photograph. Label Jacqueline Craven 408-101. This black and white photo depicts a dismembered female body. Ja, und jetzt? Hallo? Ich wette, das ist der Creator, der sich hier selber verewigt hat. Oh, da ist noch ein Buch. Inside this book are many diagrams and sketches of human teeth. Ist er etwa Zahnarzt? Man kommt hier nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Oh, da ist wieder diese Figur. Ein klein dieses Mal. Was sind denn das für Bilder? Was passiert denn da? Da wird einer erstochen. In den Hals. Clipping. A news article describing the visible decrease of homeless and indigent in doubtful past West Virginia. A police chief takes credit for cleaning up the town. The wire globe feels almost like it has a slight electric charge. Noch mehr von diesen Figürchen. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Though father's beatings wore me raw, I hated mother's ceaseless lying most. Seeing them die was an epiphany. There is a beauty in death I've never forgotten.
Er mag also den Tod. Ja, wer nicht? Aha. Was mag hier wohl drin sein? Fotografien. A pile of dark, blurry photos of six nude men and women, decorated with streaks of red paint. They are dancing around a glass orb. The setting appears to be the top floor of a library. Oh. Jetzt, ich kann mich nicht schneller bewegen. Alles kaputt. Da hinten ist was umgefallen. Das ist doch nur diese kleine, ja, Figur. Tür geht zu. Ziehen. Was hat sich jetzt verändert? Jay. The horror lives in the recesses of darkness. A place between curiosity and madness. I can feel it. It seeks to destroy me. Oh, oh, sorry, dass ich das jetzt nicht so wirklich Method Acting-mäßig da nachmachen kann. Most of the journal is nonsense and gibberish, but one sentence sticks out. Truth lies beyond the sleeping man. Fantastic man. Was macht er hier? Scheint ihn irgendwie zu betäuben. Ziehen wir an der Kette. Und lauschen wir und harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Notes of William Crane. The nature of limbo has revealed itself to me. It is a receptacle in a state of existence wherein the spirit can be contained. A carefully detailed illustration of a human arm being dipped in bronze with a set of pincers. The labeling appears instructional, as if it were torn out of a manual. Hat da jemand einen Mann seziert? Das nächste Modell. My earliest successes were brief but invigorating. After the ritual Maleficarum, the large orbs held the spirits for seconds at a time and glowed visibly. Welche schwarzen Künste hast du versucht, lieber William Craven? Irgendwas war doch dein Ziel. Wolltest du vielleicht aus Stein Gold machen? Na, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, er war deutlich blutiger unterwegs. So, dann aber interessantes Konzept. Shit. Geht nicht, oder? Oder vielleicht, ja, im zweiten Obergeschoss. Im ersten Obergeschoss. Ja. Kleiner Klugschiss am Rande. Oh, Gespenster. Greifst du mich gleich an? Containing a philosophic description and application of the choices. Also diese ganzen Dokumente, Bücher und sowas alles, die nur eine kleine Beschreibung haben, das ist völlig für den Arsch. Also die auch kein Mensch. Sich daran vielleicht ziehen. Ja. Was hat sich jetzt geöffnet?
Schissel. Wie komme ich daran jetzt vorbei? Kann ich das wieder... Oh ja, danke. The birth certificate of William Craven, born 1857. Ja. Irgendwo in Virginia. Wo ist das nächste Model? Was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mich nicht nach zurückbegeben. Hier komme ich nicht durch. Was ist das? Bringt gar nichts. Ah, vielleicht müssen die da rein. Nochmal. Jawohl. Richtige Idee gehabt. Na super. Autschen. Keine Ahnung, was jetzt wehgetan hat. Wahrscheinlich nur das Ding, das auf meinen Kopf geflogen ist. Da ist das Gear. Kann ich das von hier nehmen, oder? Just out of reach. There is a shattered window in the background that leads outside. Schon wieder tut das weh. Da komme ich nicht hin. Aber ich will da hin. Da ist das Model. Ein bisschen strecken könntest du dich doch. Also das ist doch nicht wirklich weit weg. Ja, ja, ist ja gut. Keine Ahnung, wer mich hier kratzt, aber... Es tut irgendwie anscheinend sehr weh. Wo können wir denn? Gut. Ist das oben oder unten? Unten. Hm,
Hier bin ich doch schon gewesen, oder nicht? Ja, hier war ich schon. Dann war das falsche Modell. Machen diese Bücher hier. Falsches Buch, falsches Buch, falsches Buch. Jetzt vielleicht? Ja, danke. Oh, hier ist dunkel. Uhu. Aha. Schön. Das war schon ein kleiner Dreck. Hat ihn erwischt. Was habe ich jetzt bekommen? Token. Ah, ich weiß, wo ich damit hin muss. Wo geht's da unten hin? Ach, das ist der untere Teil der Library. Okay. Da kann ich aber nicht dahin rein oder durch oder zurück. Funktioniert das jetzt? Keine Ahnung, ob ich es so machen muss. Ich mache es erst einmal ohne. Gut, kann natürlich sein, dass ich irgendeinen anderen Gegenstand irgendwo mitnehmen muss. Dann müsste ich es so machen. Okay, eine geheime Tür mal wieder. Oh, ein fliegendes Modell. Oh, komm, gib her. Da fliegst du durch mich durch, von mir aus. An old photograph dated 1877 shows a massive manor under renovation. Ich bin hier gerade am Vorlesen, da kann die Musik mich nicht stören. The back of... ja, und dann Latein. Ecce rituali spiritum. Ist zu lange heller, der Lateinunterricht. Ich kann es jetzt nicht übersetzen. Das sieht gefährlich aus da oben. Ach nee, das ist ein neuer Raum. Den ich von da unten, also von da unten wahrscheinlich dann da. Okay. Ah.
I found an armor with white and glass walls within. Incredibly, this piece floated onto the table on its own and sealed itself tight onto the table surface. I fear whatever is leading me there, but I am desperate and out of options. I must somehow get to this white room. I can manipulate the other rooms on the table to create a path, but the pieces only seem to fit in a very specific order. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr machen. Haha. Ja, hoffen wir mal, dass das was bringt. Ich glaube nämlich nicht unbedingt. Egal. Okay, also nicht von da oben. Dann vielleicht von da unten. Okay, ja, wenn er safe, dann kann es nicht ganz so falsch sein. Und hier war ich auch definitiv noch nicht. Aha. Was ist das jetzt hier? Moderne Kunst? The portraits of Jacqueline Craven each have a different inscription. Only one of the inscriptions tells the truth. The Jacqueline wearing blue is honest. Das ist aber die weiße. The globe belongs in the rightmost frame. The globe belongs in the third frame from the left. The Jacqueline wearing green is a liar. Aha. The globe belongs in the frame on the leftmost side. The Jacqueline wearing a purple is telling the truth. Oh, okay, also ich muss diesen Globus hier in eine dieser Vertiefungen reinpacken. Aber wer jetzt hier was richtig sagt, weiß keiner. Also nur eins davon ist wahr. Das heißt, dass alle anderen falsch sind. Ja, muss ich mir das jetzt... Kann ich die nicht einfach ausprobieren? Okay, also passiert, es passiert gar nichts, egal in welches dieser Vertiefung ich es tue. Gibt es noch andere Hinweise? Ah, jetzt ist hier sogar zu. Warum kann ich immer noch an diesen Aufzug ran? Der bringt mir ja doch gar nichts. Ja, wie kriege ich jetzt raus, welche hier die Wahrheit sagt? Wahrscheinlich muss ich einfach davon ausgehen, ich muss es jetzt einfach logisch nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt mit dem hier anfange, ja, dann ist blau wahr. Okay.
Und Blau sagt, Grün ist ein Lügner. Dann ist Grün aber kein Lügner, weil es kann ja nur eine wahr sein. Oder? Aber dann stimmt ja die Aussage auch wieder nicht. Also, ist Grün wahr? So, und die sagen rightmost frame. Hat gereicht. Aha. Warum fängt jetzt mein Herz an zu schlagen? Weil ich hier irgendwelche Waffen und Zeug sehe. Also nicht Waffen, sondern hier diese Folterinstrumente. Sägen und Zeug. Okay, okay. Torn Page. A carefully detailed installation of a human arm being. Ja, kenne ich doch schon. Kenne ich doch schon längst. Ah, hier ist ein Hebel. Ein Film. Hat der Experimente an Toten veranstaltet? Okay, also irgendwie ist das Glas zerplatzt. My earliest successes were brief, but in... kenne ich doch schon. Na gut, gucken wir weiter. Was ist das? Ach, kenne ich schon längst. Die Räume, die kenne ich ja alle schon. Müsste es nur irgendwo weitergehen. Label George Craven 408-02. This black and white photo depicts a male body on its knees, leaning over with its head submerged in a vat of molten bronze. Wieder irgendein... Oh, hier geht's weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jacqueline and George Craven were found dead in their home in Doubtful Pass on April 8, 1870. Police suspect the incident to be a murder suicide. Was ist denn eine murder suicide? Das ist entweder das eine oder das andere. Oder damit ist Suizid gemeint. Muss ich hier runter? Wahrscheinlich. Wo geht's hier hoch? Will ich trotzdem wissen. Eine Tür. A barely legible note. Including the words lever, bottles and well. And a rough musical scale. Several combinations of the numbers 1, 2, 3 and 4 are crossed out. Da geht's nicht weiter. Also müssen wir runter in den Brunnen. Wie komme ich da jetzt hoch? Ach, ich muss jetzt hier dieses Rätsel lösen, ja? Wie denn? The order of the four tones seems significant. I may be able to recreate the glass sounds somehow. Aha. Ups. Click the right mouse button. Mhm. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht einfach irgendwann. Ich mag Rätsel lösen, während ich sterbe nicht. Muss ich die nehmen und da runterwerfen?
Ist der falsche? Komm nochmal. Das ist auch toll, wie die Flaschen einfach abprallen. Oh, jetzt tut's weh. Ich verstehe das Rätsel noch nicht so ganz. Oh, komm ich runter? Nee. Okay, nochmal. Also, das war das Erste. So, darf ich jetzt? Die Tür ist offen. Ich muss also nicht runter in den Brunnen. I carefully explained to each of them that this is not death. They will still live more fully than before. Yet they wail and call me a monster. They fail to appreciate their contribution. Ist das so ein kleiner Dr. Frankenstein? Spritzen und komische Gemälde ergibt normalerweise immer Irrenanstalt. Naja, wir sind auf jeden Fall in irgendeiner Form von Anstalt oder, naja, Leichenschauhaus. Rätsel. Broken glass orb. A large shattered glass orb. It seems to have burst from within. The broken glass has an odd shimmer, as if it were absorbing the light around it. Aha. Folterinstrumente. Kerzen. Syringe. A heavy syringe labeled tranquilizer. Beneath it, in smaller text, appear the words lysergic acid. Irgendein Chemikaliges. Irgendeine Chemikalie. An orb can hold a soul for seconds. The statues for years. When the ritual is held on Craven Manor itself, Limbo may mean life everlasting. Er will das ewige Leben kreieren, nicht Gold aus Steinen machen. Mhm. Aber wie geht's weiter?
Eine Knochensäge. The blade is stained brown with blood and appears to be dull from extensive use. Inhalation gas therapy using nitrous oxide. Ich weiß nicht, was nitrous oxide ist. Vielleicht Lachgas. With our sticky bones and thin skin, the saw and hammer have taught me how frail we are. Earthly bodies are destined to rot. Ja, kommt der gute Doktor wieder auf irgendwelche tollen Ideen? Aha. Prothesen. Handbook of Physiology, Phrenology and Physiognomy. Schön. Bits of the blade are dulled and bent from use. Ja, schön. Wo geht's denn hier weiter? Muss ich jetzt irgendwelche Rätsel lösen oder nur irgendwelche komischen Gegenstände anfassen? Anscheinend muss ich wirklich nur Gegenstände anfassen, denn es geht weiter. Wie sich das anhört, muss ich weglaufen. Okay, dann tun wir das mal. Ich weiß noch nicht, wohin. Startet er jetzt direkt von diesem Crescendo-Event? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Doch. Okay, ich muss irgendwie dahin gelangen. Es passiert noch nichts. Hatte ich es fast geschafft. Fehlt nicht mehr viel. Es brennt. Regen in die Traufe, oder besser. Oh je. Die Katastrophe. Wo geht's hin? Hier hin. Aha, beschütze mich, Orb.
soll ich das Ort wieder alles anzünden? Das war der falsche Weg. Setzt sogar die Schwerkraft aus. Nein! Nein! Okay, nochmal von vorn. Kann man nicht hochklettern. Ich habe jetzt keine Zeit, das Journal zu lesen. Darauf zu schießen. Ah, ich weiß wohin. Auf dieses komische Pendel da hinten. Irgendwie trifft er nicht. Ich glaube, ich muss das Pendel dazu bringen, anders zu schwingen. Was mit dem Haus? Oh, wache ich irgendwo auf?
ziemlich niedrige Decke. Oder ich bin ziemlich groß. Oder ich bin auf irgendeinem Operationstisch. Ja. Oh, ich sehe nicht so gut aus. Ich habe keine Hände mehr. Oh, ich bin so eine Figur. The End. Ach, wie nett. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel gekostet hat, als es rausgekommen ist. Es war nicht besonders teuer. Aber dafür, dass es was gekostet hat, ist es sehr kurz. Aber nett. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.